zweite Halbzeit ist natürlich wieder angebrochen im dem Sommer-Snapfest. Und wir schauen uns jetzt den Halbzeitbericht an und gucken, wer momentan führt. Let's go! Okay, erstmal durchskippen hier. Juckt, 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 juckt. Juckt. Rein sonniges Sommerfest ist in Vollgange. Strand. Oha, wir führen sogar. Mit ganz knapp Prozent. Ich glaube, Strand wird uns noch scammen. Strand wird uns auch bis scammen. Stimmt, wir können ja jetzt Dreifachkampf spielen. Ich hab vergessen, ey. Na dann. Bruh. Und bevor wir den Kampf starten, wollen wir natürlich auch mit der passenden Ausrüstung das Ganze beginnen. Und natürlich habe ich dafür natürlich die Summer Nights Ausrüstung hier geholt. Erstmal den Banner, den irgendwie jeder gerade angelegt hat, aber ich möchte ihn irgendwie nicht anlegen hier. Und natürlich auch noch die ganzen Masken, die wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob wir noch Schuhe bekommen haben. Ich glaube aber nicht, oder? Nee, das sollte irgendwie nicht die Schuhe sein. Ich glaube, wir haben keine Schuhe dazu bekommen, nur die Masken. Und ja, wir haben ja auch die Creepy-Maske. Oh je, oh je. Aber ja, wir starten dann mit deiner Maske rein, mit der hier, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, let's go. Erste Runde im Dreifarbkampf. Und natürlich spielen wir ein Mirror Match, was auch sonst. Und Burak ist auch am Start. Alter, grüß dich, Burak, ey. Viele Grüße an Burak, ey. Er ist auch einfach am Start. Ich weiß nicht, warum der Burak heißt. Ich verstehe es nicht. Weil er heißt eigentlich nicht Burak auf der Switch, aber okay. Ja, wir spielen den Dreifarbkampf auf dem Schnapperchen-Bazaar. Und ich weiß nicht, was mein Team mit mir macht. Ich hasse übrigens auch Dreifarbkampf allein zu spielen. Ich bin wirklich kein Fan davon, Dreifarbkampf allein zu spielen. Ich habe schon davor mit einem Freund Dreifarbkampf gespielt, im Voice und so. Und ja, in den Aufnahmen macht es einfach für mich keinen Spaß, Dreifachkampf zu spielen, weil Mates laufen halt immer direkt in die Mitte und färben mir gar nichts ein und das kotzt mich richtig an, obwohl das Ding noch gar nicht da ist. Also warum laufen die denn da rein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ehrlich nicht, ey. Das macht halt so gar keinen Sinn, finde ich. Aber na gut, ist halt deren Sache. Wir können jetzt mal reingehen, glaube ich mal. Der hier kann noch kurz weg und dann gehe ich jetzt mal rein hier. Ah, da war noch einer, na dann. Na dann. Ja, und das Spawn ist halt nicht mal wirklich eingefärbt von den Gegnern eigentlich auch nicht. Aber es ist tatsächlich eh Mirror und ich hoffe mal, wir kriegen gute Matches, weil das Problem bei Mirrors ist, ja, man kann halt nicht so viel machen, ne? Das ist halt das große Problem so. Weil halt keiner was macht dagegen, ne? Und ich bin wieder tot, hm. Ich glaube, ich sollte mal mehr in die Mitte reinrennen, anstatt hier alles einzufärben. Das wäre, glaube ich, eine bessere Option. Weil bei dem ist halt natürlich das Ding zu nehmen am besten, ne? Das ist natürlich das Ding. Ding nehme ich das einfach mal. Ja, das war gut genommen, glaube ich mal. Der ganze Spawn ist immer noch eingefärbt, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Ich weiß immer noch nicht, für was es besser ist, Angreifer oder Verteidiger. Ich glaube mal wieder, es ist der Verteidiger-Bonus hier. Eigentlich sogar besser, muss ich sagen. Weil die Map... Weil wir haben ja den Halbzeitbericht gewonnen, habt ihr gesehen. Oh, ich habe Burak gekillt. Let's go, Burak. Ja, ich weiß nicht, warum wir überhaupt führen. Verstehe ich nicht. Weil einfach die Gegner, glaube ich, das entwerben kann das sein. Ich glaube schon. Irgendwie. Und das, mein Team jetzt sollte sich mal das Ding schnappen hier und nicht alles entwerben. So, macht das Ding jetzt. Dann werden wir zu ihm. Der Trick. Ups, kann nicht machen. Bis jetzt. Gott, passt. Passt, passt, passt. Okay, beim zweiten Mal weiß ich nicht, ob wir es noch bekommen. Vielleicht kriegen wir es nochmal, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch ein bisschen den Spawn von denen hier ein. Hier so. Und dann passt es eigentlich auch schon. So. Ja, wir können es nochmal nehmen eigentlich. Passt. Sehr geil, jetzt haben wir genommen. Das war's dann wohl mit den Gegnern. Die haben nicht mal ihren Spawn hier eingefärbt, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann. Das ist schon ein wenig traurig, muss ich sagen. Aber wir färben jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen ein und ich glaube mal, das sollte passen. Ah, jetzt fährt bei uns einer am Spawn bei uns rum. Dann färbe ich mal bei Lila um, ne? Das kann man halt nichts machen. So, ne? Was ist das Ding? Dann färbe ich halt bei Lila alles um hier. Oh, Mann. Ja, das sollte auf jeden Fall der Win sein. Die konnten eigentlich gar nichts machen hier.
Ich habe jetzt ja auch bei Lila alles ungefähr, was geht. Und Lila macht halt nicht mehr was. Die lassen mich einfach durch. Stark. Junge, wir haben komplett dominiert in der Runde, Alter. WTF. Unser ganzer Spawn ist eingefärbt. Aber das juckt nicht. Ich habe bei Lila eingefärbt. Der Trick. Ja, Mann. Unfassbar. 41% als Angreifer. Man kennt es. Ja, Mann. Mit dieser geilen Maske. Ja, ja. Krass, ey. Nee, ich lasse die Maske, glaube ich, offen. Ich mag nicht, ich mag das nicht, wenn die so zu ist. Das ist irgendwie dumm. Das ist einfach für mich dumm. Alright. Dann nehmen wir noch eine andere Maske. Ich meine, wir können wahrscheinlich nicht alle Masken spielen, weil es einfach zu viele gibt. Und ich habe im letzten Part einfach vergessen, die einfach anzuziehen. Von daher, ja, nehmen wir jetzt aber die hier. Wir ziehen doch an, das sieht wirklich mal besser aus. So, weiter geht's. Next Round, wir spielen wieder Murrow. Ich weiß nicht, ob wir ein normales Match sehen werden heute. Keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht. Aber, na gut, ne, kann man nicht so viel machen. Was soll man da machen? Aber diesmal sind wir Verteidiger, das ist gut. Dann haben wir wenigstens mal beide Sichten gesehen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ja, Verteidiger ist eigentlich auch hier mega chillig. Einer kann halt auf der anderen Seite campen. Der andere halt auf der anderen, das haben wir zum Beispiel von jemandem gemacht so. Einer ist halt auf eine Seite gegangen und der andere halt auf der anderen. Hat da überall gecampt. Und was ich immer mache, ist einfach hier meinen Superjump hinmachen. Weil das einfach ganz cool ist, wenn man den da hinmacht. Das ist ein guter Spot, finde ich. Und jetzt ist schon, glaube ich, ein Grüner in der Mitte oder was? Ne, ist aber kein Mann da. Okay, gut. Dann gehe ich mal in die Mitte. Und kill den Typen mal hier. Was war's dann wohl mit hier? Und gleich kommt auf jeden Fall der Platsch, da muss ich aufpassen. Ich denke mich einfach hier. Was wir da machen. Gerade. Wir sehen. Oh, ich habe noch Kills. Geil. 18% haben die anderen, die haben 21% Hilfe. Die haben noch bisher noch gar nichts gemacht. Ich bin jetzt einfach mal von hinten. Der ist tot. Nein, ich bin nicht tot. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, ein bisschen damagen. So, dann machen wir das mal hier hin. Jetzt kriegt Lila das Ding. Ja, jetzt kriegt Lila das Ding, weil der andere sich da vorgestellt hat. Und deswegen konnte ich den nicht killen. Meine Teammates sind unfähig. Was soll man machen? Ach, Mann, ey. Die hätten eigentlich easy gehabt killen können, aber haben die einfach nicht getan, ey. Ich verstehe es nicht. War na gut, ey. Ja, natürlich hat er seinen Staubsauger rausgepackt. Natürlich, ey. Of course. Hätten die eigentlich eine Taktik machen können, dass der in die Mitte geht, aber machen die eigentlich nicht. Okay, jetzt haben die erst mal den Stopp, danke. Nice, der ist tot. Warum haben die so viel eingefärbt hier? Was soll das? Ach, weil die unseren Spawn eingefärbt haben, na dann. Das ist natürlich ein Problem. Oh ne, jetzt ging das Ding. Ach, come on, was ist das? Ja, ich bin das selbe Ding jetzt. Komm. Ich hab's einfach nicht bekommen. Oh mein Gott, wie schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht, dass sie es einfach nicht bekommen haben. Hätten die gerade eigentlich easy bekommen, das Ding, aber na gut. Mal wohl nichts machen, ey. Okay. Ach, die haben schon eins, sehe ich gerade. Stimmt. Lol. Ach nee, was macht der Grüne schon wieder bei uns? Nö. Was macht der Grüne schon wieder bei uns hier? Macht ja schon wieder komische Sachen, muss ich sagen. Ich soll wieder alles hier umfärben, mal. So, und jetzt gehe ich auch mit dem hier. Okay, gut. Machen wir noch einen Blattbomber rein hier. Der sollte noch treffen. Okay. Ich glaube, wir haben trotzdem noch gewonnen, wenn der Dorf explodiert. Ja, ist er auch. 35%. Sollte leicht passen, wenn jetzt nicht grün am Ende noch ausgerastet ist, dann soll das passen. Sieht gut aus eigentlich. Doch, der Bluffbomber hat geregelt, glaube ich mal. Perfekt, der Bluffbomber hat geregelt. Sehr gut, zweiter Win heute. Und wir setzen das 1 natürlich wieder. Und alle diese dummen Masken, ey. Und natürlich zum grünen Abschluss nehmen wir natürlich die epische Maske, die irgendwie jeder nimmt. Die Creepy One. Die Creepy Maske. Die ist wirklich sehr creepy. Mann. Ich weiß nicht, warum man die nimmt, ey. Die ist gruselig.
So, ich bin irgendwie schon ultimativ plus 1 nur. Ich glaube, plus 2 werde ich wahrscheinlich maximal nur sein. Das Webfest wird, werde ich echt nicht wirklich viel spielen können. Ja, die hier ist es. Die Anime-Maske einfach. Alles klar, Alter. Die Anime-Maske natürlich. Die Maske Seki, Feuerfisch und Krabafo. Ist das hier Kofferfischmaske? Okay. Ja, die ist einfach Anime-Maske, ne? Let's go. So, letzte Runde. Natürlich wieder Miro. Kann man nichts machen. Leider kein normales Match gesehen, aber ist mir eigentlich auch egal. Weil ich habe halt keine Zeit, noch mehr zu spielen, so. Das ist das Problem. Und jetzt haben wir auch immer diese Creepy-Maske hier. Warum nimmt, jeder diese Katzenmaske von dem Kopulus-Lobby, hä? Vom Kopulus Stadt ab. Keine Ahnung. Mein Team fällt wieder in seinen Spawn nicht ein. Naja. Dann würde ich sagen, bleibe ich mal wieder einen Bluffen bei ihren Base rein. Wie eigentlich immer, weil das einfach Spaß macht. Finde ich. Und wir sie auf jeden Fall nochmal ein bisschen abhalten können. Ey, als ob was? Ich habe sie beide mit dem Bluffbomber gekillt? Weil der Leo geschossen hat oder was? Das ist krass. Ja, das ist heftig, ey. Die anderen mein Lila, ja. Wir haben zwei Ablöschen, kann das sein? Ah, ne, wir haben einen Ablöschen. Oh, der auch schon tot wird. Ja, ich gehe mal zu Lima mal kurz. Sieht gerade echt nicht so gut auf Lila. Boah, Lila hat aber scheiß Waffen, ey. Zweimal Splatling, dein Ernst? So, Bluffen mal hier rein. Der ist tot. Kurz mal weg hier. Okay, Splatling ist tot, nice. Kommen wir mal grün wieder durch. Oh, weg. Oh mein Gott, gesplashed hat keiner jetzt noch überlebt. Das schaffe ich selten tatsächlich. Sehr, sehr geil. Ich will immer versuchen zu splashen von canceln, aber eigentlich funktioniert das nie. Also es funktioniert halt, aber ich sterbe halt dadurch immer. Und jetzt habe ich endlich entkommen mal. Geil. Sehr, sehr nice. Okay. So. Da kommt wieder so ein Grüner durch. Der ist aber schon instant tot. Soll ich noch einfach noch einen Bluff in ihre Base rein? Was wollen die machen hier? Der ist auch schon wieder tot. Ja, ich kämpfe bei Grün, Alter, ganz ehrlich, der Trick. Aber bei Grüne campen, die können gar nichts hier. So, passt. Alles ungefähr mit den Dingern hier. So, was wollen die tun? Was wollt ihr tun hier? Du bist tot. Und du bist auch tot. 52%, Junge. Wir campen die komplett ab. Aber jetzt kommt einer durch von denen, scheiße. Weil ich da noch gestorben bin beim Airbrush-Typen. Deswegen kommen die kurz durch. Aber ist egal. Weil wir werden die sowieso gleich wieder killen. Ja, der ist auch schon wieder tot. Und der da oben ist auch tot. Oh Mann, ey. So, machen wir noch Klappen mal rein. Zu mir? Nee, eigentlich nicht. Da ist keiner bei dir. So. Da noch hier einer durch, ey. Junge, was macht ihr da denn bei Lila, ey? The fuck, da sind drei Leute von uns dort. Ich bin ja alleine bei Grün. Ah, jetzt kommen die durch. Oh, ne, haben wir jetzt noch verloren? Ja, wir sind alle tot. Oh mein Gott, Junge, Lila hat nämlich noch gewonnen. Ey, was macht denn auch mein Team, ey? Ich verstehe das nicht, ey. Ich verstehe nicht, was mein Team macht. Wir haben noch verloren, glaube ich. Oh mein Gott, ey. Ich war alleine bei Grün, habe alle gekillt und mein Team sind alle zu dritt bei Lila und machen gar nichts. Es ist der Klassiker beim Tricolor. Es ist der Klassiker, Alter. Ich verstehe es halt nicht. Wir haben so wenig Prozente gewonnen. Ich hätte noch eine Bombe werfen können, dann hätten wir gewonnen, glaube ich. Ach, Mann, Junge. Es ist halt wirklich der Klassiker. Also, die hätten einfach nur alle zu dritt auf Lila gehen sollen. Ich war allein bei Grün, hat sie easy geregelt. Am Ende bin ich ja noch gestorben, leider. Aber natürlich sind alle anderen auch gestorben. Also. Ach man. Was soll man da machen? Na gut, aber ich habe ja gesagt, letzte Runde, deswegen ist letzte Runde. Von daher würde ich sagen, ja, mein Team. Kein Kommentar. Grün hat noch gar nichts gemacht. Von daher würde ich sagen, das war's mit dem Deathfest. Und wir sehen uns dann gleich bei den Ergebnissen wieder. Von daher würde ich sagen, ja. Bis gleich. Da ich eh tatsächlich so spät wach bin, dachte ich mir einfach, ich nehme tatsächlich um 4:30 in der Nacht noch die Splatfest-Ergebnisse auf. Ja,
Ich war mit einem Freund im Call und haben noch Lego Dimensionen gespielt. Und er hat mir dann nebenbei schon gesagt, so, kann man nichts machen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, wer das Ganze jetzt hier gewonnen hat. Ich meine, ich habe jetzt tatsächlich schon in der Nacht Kaitas zum Gucken, nicht am frühen Morgen. Ja, auf ein paar wissen wir schon, das hat leider Palast gewonnen. Sehr knapp. Wir haben nicht mal einen einzigen Punkt bekommen, kann man jetzt machen. Meiste Stimmen, ich rate, wie gesagt, ist wahrscheinlich 50% für uns. Ah, wobei, Prozent vielleicht, ich weiß es nicht. 50%, 30% Strand und 20% Palast. Okay, 60% tatsächlich sogar. Ja, Strand hat sogar noch die Punkte bekommen, das ist gar nicht gut. Ja, Beiträge und Epochenofenen. Das ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, offen hat noch Strand gescammt, muss ich ehrlich gestehen. Profi hat wahrscheinlich Palast gewonnen, weil eigentlich immer das unbeliebteste Team holt immer den Profikampf. Immer. Und Dreifab haben wir vielleicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Strand hat alles gewonnen. Strand können vielleicht alles auch gewonnen haben. Das Problem ist, was ich ja schon angesprochen habe, ist, ich war in ein Special Splatfesten in Team Fry. Außer in den Anniversary Splatfest, aber das kann man jetzt nicht wirklich zählen. Aber diesen Statuin, Summer Nights, Fortifest und Ringfest war ich immer in Team Fry. Und Team Big Pan hat immer gewonnen. Team Geist hat gewonnen, Team Big Man. Team Bär hat gewonnen, Team Big Man. Team Solo hat gewonnen, Team Big Man. Und Summer Nights, Team Strand hat gewonnen. Ne? Das macht Sinn. Und deswegen würde ich sagen, Strand hat auf jeden Fall offen und Talkala gewonnen. Und ich hätte tatsächlich auch persönlich auch Strand genommen. Aber ich würde es offenbar gönnen. Das Problem ist, das Splatter hat für mich gar keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich gesehen. Zu wenig gespielt, zu kaputt auch immer gewesen, wenn ich gekommen bin von der Arbeit und abends. Hunderte Kampf habe ich verloren. Viele mal 10 Kämpfe verloren. Also wir haben viel zu viel verloren. Von daher, ja, würde mich das nicht wirklich freuen, wenn wir auch gewinnen würden. Mich würde es tatsächlich nicht interessieren. Also ich guck mal. Ja, tatsächlich hat sich Strand den offenen und den Profikampf gewonnen. Das bedeutet, die haben auf jeden Fall das Ganze gewonnen, den ganzen Kampf. Kann nichts machen. Die haben sich noch die Punkte von den anderen bekommen. Wir haben tatsächlich sogar noch einen Tricolor geholt. Ich weiß nicht, wie viel Prozenten tatsächlich. Aber es ist ziemlich gut gewesen. Aber wir haben trotzdem verloren. Wegen den Bonuspunkten. Ich weiß nicht. Hätten wir da noch gewonnen? Hätten die Bonuspunkte nicht existiert? Ich bin mir nicht sicher. Maybe, ich weiß es nicht. Dieser Schmach machen wir wieder fett. Palast euch drauf. Palast euch drauf, okay. Da, mein Vergnügen ist echt mal geparkt. Ah, Freunde, ihr habt den Sieg an euch gerissen, wie die Flut einer Strandsandale. Palast genieße, ihr werdet alle königlich. Champion, Team Chantieu. Und ihr, Team Vergnügungspart, warten bleibt eine Hauptattraktion. Also, was würdet ihr an einem Gemüsestand so tun? Oh, gar nicht so einfach. Ich würde einen Jetboot-Fahrt wagen und elegant über die Wellen schnellen. Ich würde picknicken und Diskus werfen und eine große Sandburg bauen. Und du, großer Sieger, was würdest du tun? Ach, da liegen beim Meer, dem Meer zu hören und mich meinen Songs interessieren lassen. Das Bettfest ist kaum zu Ende und schon alle wieder auf verschiedenen Seiten. So, also ein Strand bietet genug Platz dafür und das ist ja schon das Schönste. Schade. Lol, okay, es gibt sogar noch einen Eventkampf jetzt. Krabbenpanzermarsch, das muss man dann auch spielen. Alles klar, das wäre es mit dem Steadfest. Ja, wir haben sogar das Steadfest verloren. Ja, für mich persönlich tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, das schlechteste Steadfest in Splatoon 3 persönlich gesehen. Das Thema war gar nicht mal so schlecht, ich finde das Thema eigentlich ziemlich gut. Nur persönliche Sicht, alles verloren, ich bin kaputt nach Hause gegangen, ich habe auch wirklich nicht viel gespielt, das werdet ihr auch gleich sehen. Ich bin am Ende plus 3 nur geworden, weil das Problem ist, ich habe es halt kaum gespielt. Und die letzten Setfeste war ich mindestens immer plus 5, immer. Ich glaube, das letzte Setfest, wo ich unter plus 4 oder plus 5 war, waren tatsächlich die allerersten Setfeste. Die ersten 2, habe ich plus 2. So. Ich glaube, Team Wasserpark war ich auch Team plus 3. Also sagt schon alles aus, ne? Ich habe halt nur abends gespielt und da auch teilweise so um 11 Uhr nur. Von daher, ja, ich habe schon das Setfest-Shirt auch schon gewechselt. Aber ja, Hauptsache die 21 Supermuscheln können in unsere Tasche gehen. Die 3 Supermuscheln, die lucken eh nicht. Und wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich gefreut, hätten wir gewonnen, weil wir haben alles verloren. Ich habe alles komplett verloren. Auch den Momentankampf habe ich verloren und alles. Ja, es hat für mich keinen Spaß gemacht. Von daher, ja, würde ich es sagen, aber das war's mit dem Stepfest. Es ist jetzt fast 5 Uhr in der Früh. Die Vögel sind schon auch schon draußen.
Deswegen, ja, ich hoffe mal, dass der Part kommt auch schneller draußen als die anderen. Na, wir sagen jetzt, bis dann, und ciao.